Hallo YouTube und herzlich willkommen hier zurück nach einer längeren Pause beim Kanal vom lieben Bergkönig und natürlich vom lieben Frankenstein. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, hier haben wir mal was Neues für euch. Und zwar haben wir eine Einladung gekriegt, eine Eilpostzustellung letzte Woche. Und zwar vom lieben Martin. Abend. Moin. Ja. Wer Martin noch nicht kennt oder uns noch nicht so lange verfolgt, Martin ist der Verfasser und der Hauptmapper der Altkirch im Elsass, V2, V1, im 19er und ich glaube auch im 17er? Nein, im 17er war es GMCV. Ja, okay, gut. Also das heißt im 19. Ja, wer uns ein bisschen auf unseren Kanälen verfolgt, der weiß, das ist nicht das erste Video. Aber ich darf, glaube ich, schon so viel verraten. Eines der letzten oder fast letzten Videos für den FS19 oder den LS19 in für die Altkirch. Ja, Martin, was hast du uns zu erzählen? Ja, wie man unschwer erkennt, sitze ich hier auf einem Pferd. Habe ich schon gesehen. Weißer Schimmel, oder wie nennt man das? Ja, ein Schimmler. Ja, und was willst du das jetzt mit uns? Gibt es jetzt Salami? Lasagne? Naja, nee, das leider nicht. Ah, okay. Weil da würde ich sehr viele aufwecken und dann hassen. Es war ein Wunsch von meinem Pferdehof. Schon sehr, sehr lange. Ich habe mich dazu gesetzt. Ich habe dann auch einen Pferdehof aufgebaut. Unschwer erkennen könnt. Jetzt, ne? Ja, genau, da stehen wir jetzt auf dem Pferdehof. Also da ist ein neuer Pferdestall, habe ich im Blender aufgebaut. Und ja, Unterstände, Lagermöglichkeiten, Farmhaus, alles mit dabei. Also ihr habt ja mal ganz kurz, bevor wir natürlich zum Creme de la Creme kommen, und hier ein Silo, da werden wahrscheinlich die verschiedenen Getreidesorten reingehen, auf jeden Fall. Daneben habt ihr ein Heu- und Strohlager. Kennt ihr schon von den anderen Höfen, wieder schön mit dem Display hier versehen. Dann haben wir ein Saatgut-Mischherstellungsgerät. Das kennen wir auch von den anderen Höfen schon, aber auch sauber verbaut. Da vorne, was ihr in der Ferne erkennen könnt, ist euer Flüssig- und Pflanzenschutzlager, also Flüssigdünger und Pflanzenschutz. Was mir gerade erst ins Auge gefallen ist, ist unter anderem dieser John Deere natürlich. Aber ich zeige euch das mal kurz. Ein paar Deko-Objekte, was eben dann auch herumstehen. Genau, ich zeige euch mal kurz hier. Martin hat letzte Woche noch die ganzen Strommasten neu aufgebaut. Die Verkabelung hat er auch noch neu gemacht. Also wieder sehr viel Details oder Details hier an den Tag gebracht. Ja, und ich glaube, ich übergebe jetzt mal an Martin und an Frankenstein. Die können mir, glaube ich, den Rest hier noch ein bisschen erklären. Ja, sag ich mal, gehen wir gleich mal zum Pferdestall hin. Hier sind dann noch, ist noch ein Lager für Gras, Heu und Stroh. Ah, okay, es wird dann auf dem oberen Boden geblasen, oder wie? Genau so ist es. Okay. Also du hast zwei Lager. Nee, Bergkönig, drüben ist eine Trocknung. Das ist die Trocknung. Die Grastrocknung. Gut. Für Gras, Klee und Luzerne. Dass man normales Heu, Kleeheu und Luzerneheu. Ah ja, stimmt, Trocknung, ja. Ich revidiere meine Aussage von vorhin. Und da bekommt man es eben dann wieder raus. Benutzerfreundlich. Passt. Dann hier eben die ganzen einzelnen Pferdeboxen. Ah, super. Jede Box natürlich zum Auf- und Zumachen. Ah ja. Oh. Wunderschön. Dass man den Bergkönig einsperren kann. Das ist in Ordnung. Hier ist der Abladepunkt für Stroh, ne? Unschwer zu erkennen, würde ich sagen. Genau so ist es. Stroh. Ah ja. Oh jawohl, das Pferd auch gleich eingesperrt, passt. Man kann hier, muss ich sagen, das ist bewusst, man kann hier nicht durchreiten.
Man kann durchgehen, aber mit dem Pferd durchreiten geht hier nicht. Okay. Das ist aber bewusst so gemacht. Man muss das Pferd also so gesehen aus dem Stall rauslocken, um dann aufspringen zu können, oder man reitet einfach hinten raus. Genau. So zum Rausreiten ist für hinten gedacht. Okay, alles klar. Auf dem Seitlich. So, das hier ist die, nennt man das Koppelweite? Nee, Spielplatz ist das doch fast. Ja, die Pferde, also man kann hier ein bisschen Hindernis herumspringen mit den Pferden und die Pferde bewegen sich auch generell hier draußen. Und okay. Eben hinten im Stall drinnen auch. Okay, also haben die eigentlich ganz schön viel Platz, um sich da hier auszubreiten. Also das ist doch mal schön. Genau so ist es. Martin, hier außen ist dann Wasser und Heu-Trigger, oder wie ist ja, so Wasser und Futter. Futter, ja. Okay, also Stroh ja. In der Halle und Futter und Wasser hier außen, alles klar. Genau, ich zeige euch das Ganze mal ein bisschen von oben, dass ihr mal ein bisschen einen Überblick kriegt. Die Dialker spielen, wissen ungefähr, wie groß ein Feld ist. Könnt ihr auch selber mal abschätzen, wie groß eigentlich der Hof an sich ist. Der ist eigentlich für so einen Pferdehof schon ganz groß bemessen, würde ich sagen. Ne? Das ist ein stattlicher Hof. Ja. Würde ich sagen. Vor allem hast du jetzt 1, 2, 3, 9 Unterstellmöglichkeiten für diverse Fahrzeuge. Hast natürlich Altkirch standardgemäß auch wieder die Werkstatt gleich mit vor Ort. Du hast dein Hofhaus. Was soll man da noch mehr? Die Hofbeleuchtung, was man stimmt. Die auf jeden anderen Hof ein- und ausschalten kann. Genau, also die Standards hier sind ganz groß gesetzt und ich habe es vorher mal in einer ruhigen Minute gesagt, viel fehlt nicht mehr zur Hofbergmann. Also was hier an Details und Verwöhnung für den Spieler. Ja, und die Ideen auch, ne? Kommt. Ja, und die Ideen auch, das ist schon. Also hier kann ich aber meinen Dünger kaufen, ne? Also ich muss jetzt nichts einlagern, sondern ich kann einfach hier kaufen. Einlagern. Ach, du musst das einlagern ist, und dann kannst du rausnehmen. Das ist okay. Nur, genau, das ist nur Lagermöglichkeiten hier. Ah, okay. Mhm. Hat's glaube auf jedem Hof. Okay. Genau, das gibt es auf jedem Hof, die Lagermöglichkeiten. Es gibt zwei Stationen, wo man es kaufen auch kann. Okay, die sind aber schon altbekannt wahrscheinlich, ne? Bei den alteingesessenen Spielern. Genau, die sind auf der generell auf der V1 schon und auch auf der V2. Okay. Ja, ich würde sagen, die Reise geht aber noch weiter. Wir gucken uns noch, ich habe gehört, die Meier AG an. Ein bisschen was verändert. Wir treffen uns einfach gleich da bei der Meier AG. Ja, also Meier AG kennt ihr ja jetzt schon, ja, die ist schon seit Anfang an, hat schon mal wieder was getan. Hier das Schild natürlich dazu, was sehr schön gemacht ist, am Rande gemerkt. Tankstelle, wieder Hofbeleuchtung wahrscheinlich und Werkstatt. Hofbeleuchtung habe ich da noch nicht dabei. Okay. Will aber bei der Download-Version oder bei der Update-Version dann mit dabei sein. Genau, gut. Was haben wir hier? Jetzt haben wir das Kompostmaster. Der steht noch nicht so lange. Der ist jetzt mit dem Sommer-Update auch neu dazugekommen. Meierhof. Ja, sehr schön. Genauso schön. Wie hier dann noch ein paar Unterstellmöglichkeiten. Mhm. Ja. Also der Meierhof wird ja oft genutzt fürs Lohnunternehmen, sag ich mal, oder für Leute, die eher Bock haben, Felder zu bewirtschaften. Ist kein Tierhof, ist eigentlich ein reiner Lohnunternehmenhof. Genau, ein reiner Lohnunternehmenhof. Hier, das geht natürlich auf und zu. Hier könnt ihr teure Fahrzeuge verstecken. Nicht erschrecken, der Baum kommt, das wird noch gefixt. Das sind jetzt so die ersten da oben. Also keine Sorge, das wird alles noch gefixt. Wie gesagt, wir sind hier immer noch auf der Prefab. Und ja. Da gibt es einmal zwei, drei Ecken, wo noch gemacht werden müssen. Wieder schön Licht verbaut, schön große Halle. Diese Halle kenne ich von der BGA 4. Ah, müsste, genau, da ist sie müsste auch. Müsste da auch stehen, genau. Ja, ansonsten Meierhof, ja, alt bewährt, ne? Aber riesengroß, ne? Also, ja, ja. Wenn da irgendjemand die Hallen nicht reichen sollten. Ich glaube,
hier geht's auch noch irgendwo rein und auf. Ja, hier hast du auch noch deine Hallen. Ach, die kennen wir ja schon. Und hier vorne habt ihr wie gewohnt noch euer Dünger- und Saatgutproduktion. Genau. Wahnsinn. Ja, also eben das große Hofsilo. Hier wieder Herbizid- und Flüssigdüngerlager. Und hier vorne noch das große Hofsilo wie gewohnt. Da hat sich nichts getan. Muss auch nichts getan werden, weil es sieht gut aus, passt. Also ich habe noch in keiner Map gespielt, die so ein geiles Silo hat wie hier auf dem Meierhof. Ja, die Silos werden aber noch ausgetauscht. Ja, ja, aber die sehen einfach geil aus. Ich finde die geil. Und die kommen auch noch auf LS19 Standard. Ja. Auch mit den Details hier unten, die fallen mir erst heute auf, hier mit dem Trigger unten drin. Geil. Ja, liebe Leute, was müssen wir euch oder was können wir euch vorab schon erzählen? Wenn ihr dieses Video seht, dann hat es euch hoffentlich Freude bereitet. Und ihr seid gespannt auf das Update. Ganz kurz die Facts. Ich habe mich mit Martin vorwegs unterhalten. Ich bin mir sicher, dass das Update am Donnerstag kommen sollte. Donnerstag, spätestens Freitag ist es da. Genau, Zeit wahrscheinlich immer so gegen Mittag rum. Also ist es. Genau, Thema Safe Game. Wird absolut Neues benötigt. Also da geht diesmal nichts mit Safe Game umschreiben, weil eben ein neues Skript mit drin ist, dass das alte Safe Game leider nicht mehr zulässt. Gut, alles klar. Steffen, hast du Fragen? Ich bin überwältigt. Nee, alles gut. Gut, haben wir was vergessen? Mit Sicherheit 20.000 Sachen, aber die fallen uns erst im Nachhinein auf. Genau. Ich würde aber sagen an der Stelle, Leute, es ist Dienstagabend, jetzt wo ihr das Video seht. Für heute ist auf morgen Abend, da geht es nämlich weiter. Im Moment, heute und ist Montagabend. Wenn ihr das Video seht, dann ist Dienstag. Ist Dienstag, das ist richtig. Richtig, so. Dann sollen Sie sich auf Mittwoch freuen. Das Ganze haben wir am Montag aufgenommen, natürlich für euch on point. Und dann noch einmal schlafen, das ist dann wie Weihnachten, noch einmal schlafen, dann kommt es am Donnerstag raus oder am Freitag. Genau. Also spätestens also, Freitagmittag ist sie draußen, die Update-Version. Weihnachten, Neujahr, Geburtstag, Ostern auf einen Schlag, das kriegt ihr nur bei uns. Und ich bedanke mich herzlich natürlich beim lieben Frankenstein, natürlich auch immer noch weiterhin beim lieben Martin für das Vertrauen, dass wir hier die ganzen Videos produzieren dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Und wenn sonst niemand mehr was dazu beitragen will, dann bedanke ich mich und auf ein nächstes Mal. Abo nicht vergessen, Glocke nicht vergessen, beim Frankenstein reingucken und die Map durchsuchten. In 2 Monaten ist soweit. Bis zusammen. Tschüss. Tschüss.